Wie in Fidschi begrüßen auch wir sie herzlich mit einem Bula. Grob übersetzt heisst das Hallo. Dazu gerade noch ein kleines Video zum Einsteigen. It's impossible to sum up how Fiji makes you feel. Bula! The one word comes close. Wir sind heute das Dritte, wo Sie durch das Webinar durchführen. Mein Name ist Stephanie Mohn und ich bin verantwortlich für das Produkt Südsee, Australien und Neuseeland. Mit mir präsentieren tut Nicole Kunz. Sie ist Spezialistin für Australien, Neuseeland und Südsee und auch Südamerika und sie leitet unser Büro in Bern. Hoi Nicole. Guten Abend miteinander. Dann haben wir auch noch einen Gast dabei, und zwar Goni Schütz von Tourism Fiji, das Fremdenverkehrsamt von Fiji in Deutschland. Hallo Goni. Istanbul Avinaka, vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf. Wir haben ein volles Programm für Sie zusammengestellt. Wir fangen an mit den wichtigsten Fakten, der Lage, dem Klima und noch weiteren Informationen zu Fidschi. Dann stellen wir Ihnen die verschiedenen Inseln vorstellen. Wir haben einen Reisevorschlag zusammengestellt, wo Sie sehen, wie so eine Reise nach Fidschi etwa könnte aussehen. Dann tut Goni Schütz etwas über Tauchen und Schnorcheln in Fidschi erzählen, weil sie tut selber auch sehr gerne tauchen und hat schon ein paar Orte getaucht in Fidschi. Dann machen wir als nächstes eine kleine Interviewrunde mit ihr, wo wir ein paar Fragen vorbereitet haben. Und am Schluss machen wir noch eine Frage- und Antwortenrunde, wo wir ihre Fragen beantworten. Bevor wir einsteigen, noch kurz etwas zu der Technik. Das ist die Benutzeroberfläche, die Sie bei sich sehen sollten. Sie haben unten drei Funktionen: Chat, Handheben und F und A. Den Chat brauchen Sie nicht gross. Einzig, wir haben noch ein Quiz während dem Webinar, wo Sie dann Ihre Antworten können in den Chat hineinschreiben können. Am besten gerade mit Ihrem Namen. Dann die zweite Funktion ist das Handheben. Das brauchen Sie grundsätzlich nicht, außer jetzt. Ich wäre froh, wenn vielleicht ein paar Leute schnell die Hand haben könnten, sodass wir wissen, dass sie uns hören und dass alles funktioniert. Ja, super. Danke vielmals, das reicht schon. Und dann die letzte Funktion, F und A, ist Fragen und Antworten. Wenn immer Sie eine Frage haben während dem Webinar, können Sie die via die F- und A-Funktion stellen. Wir können sie entweder schriftlich beantworten oder dann am Schluss in der Frage- und Antwortenrunde. Dann können nicht nur Sie Fragen stellen, sondern auch wir können Fragen stellen und das werden wir natürlich auch nutzen. Wir haben zwei Umfragen zusammengestellt und mit der ersten fangen wir jetzt gerade an. Und zwar ist die Frage: Was assoziieren Sie mit Fidschi? Es wäre super, wenn Sie mitmachen würden. Sie haben verschiedene Antworten zur Auswahl, die Sie können, auswählen können. Sie können auch mehrere anklicken. Ja, das ist super. Es läuft gut. Noch ein paar Sekunden und dann beenden wir die Umfrage. Sehr gut. Also, ich beende die Umfrage und zeige Ihnen auch gerade schnell das Resultat. Ich bin sicher, das nimmt Sie auch Wunder.
Also wir haben es erwartet. Fidschi ist natürlich eine Südseeinsel und somit verbindet man es natürlich auch mit dem Südsee-Flair. Es ist ein Inselparadies und auch die freundlichen Menschen spielen natürlich ganz eine wichtige Rolle. Super. Jetzt können Sie es bei Ihnen wegklicken, wenn es nicht automatisch weggegangen ist. Dann haben Sie wieder einen freien Bildschirm. Und dann übergebe ich das Wort an Nicole. Genau. Und zwar Fidschi, klassische Südsee-Destination, wo man sich so ein bisschen vorstellt, wirklich mit türkisblauem Meer, mit traumhaften Lagunen und weißen Sandstränden. Fidschi bietet aber nebst dem noch vieles mehr. Und zwar wirklich sehr eindrückliche Landschaften, wie man hier jetzt sieht auf den Hauptinseln. Üppige Vegetation, aber was auch einzigartig ist, die Begegnung mit den Fidschianern und deren Kultur. Zuerst aber ein paar generelle Informationen zu Fidschi. Wo liegt Fidschi überhaupt? Fidschi liegt im Herzen des Südpazifiks, ist umringt von Samoa, von Tonga, Vanuatu, aber auch von Australien, liegt in der Nähe auch von Australien und Neuseeland. Neuseeland ist zum Beispiel etwa rund 2000 Kilometer entfernt. Es ist eine Inselwelt mit 333 Inseln und Inseli. Die beiden Hauptinseln sind Viti Levu und Vanualevu. Und auf Viti Levu, das ist die grösste Insel, ist auch die Hauptstadt Suva im Süden. Und der internationale Flughafen, den findet man im Westen von Viti Levu in Nandi. Am besten kommen Sie mit dem Flüger natürlich auf Fidschi und zwar mit der Fidschi Airways. Das ist die nationale Fluggesellschaft von Fidschi, die in normalen Zeiten ohne Corona relativ viele Verbindungen anbietet, von Australien wie auch von Neuseeland, aber auch von Asien her, Singapur, Hongkong und auch von Amerika. Es ist eine lange Anreise, es dauert über 24 Stunden von der Schweiz her und es lohnt sich aber natürlich. Und wenn Sie aber die lange Reise unterbrechen wollen, bietet sich sicher auch guten Stopover an, zum Beispiel in Singapur oder in Hongkong. Es braucht natürlich ein gültiges Flugticket, Retour und einen gültigen Reisepass, der 6 Monate darüber hinaus noch gültig ist. Es braucht keine Impfungen, es ist ein malariafreies Land. Im Moment können wir leider nicht nach Fidschi reisen, die Grenzen sind nach wie vor zu und der Zeitpunkt der Öffnung ist leider noch nicht bekannt. Ein Besuch, den Fidschi natürlich auch ausmacht, sind die Leute, die Fidschianer. Es leben rund 900'000 Fidschianer auf Fidschi und sie gehören zu den glücklichsten Menschen auf der Welt. Und sie haben wirklich immer ein breites Lachen auf ihren Lippen und die Fröhlichkeit, die steckt recht schnell an. Fidschi ist uns nicht nur 11 Stunden voraus, also das heisst, sie haben jetzt schon kurz nach der 6. am Morgen, am Donnerstag, also es ist schon gleich Zeit mal für sie zum Aufstehen. Sie haben aber auch Fidschi-Time, und zwar es geht hier alles ein bisschen langsamer zu und her. Wann geht man am besten nach Fidschi? Die ideale Reisezeit ist eigentlich so zwischen Mai bis Oktober. Das ist in der Trockenzeit, da haben sie wirklich ein schönes tropisches Südseeklima, angenehm warm mit über 25 Grad. Nicht so ideal ist die Reisezeit zwischen Dezember und März, dann ist die Regenzeit. Es ist auch die Zeit von den Wirbelstürmen, es ist recht feucht, es ist heiß, aber wie Sie auch sehen, auch wenn es regnet, die Fröhlichkeit verlieren auch die Fidschianer bei diesem Wetter nicht. Dann noch ein kurzer Blick aufs Wetter, wie es im Moment gerade aus. Ich würde gerne eigentlich gerade reisen. Es ist natürlich eben schön warm oder heiß sogar, eben wie ich gesagt habe, in dieser Jahreszeit eher so ein bisschen schwül und heiß. Wir kommen schon zu der nächsten Umfrage. Und zwar, muss das gerade schnell starten.
einen Moment schnell. Und zwar möchte ich wissen, ob Sie Fidschi eher würden zielrein bereisen oder eher in Kombination mit einer anderen Destination. Gut, das läuft auch etwas. Dürfte noch etwas mehr sein. Gut, noch 2-3 Sekunden und dann beende ich die Umfrage. Und es ist so, wie ich es auch vermutet habe. Und zwar, viele haben jetzt hier wirklich angegeben, eine Kombination mit Australien oder Neuseeland. Oder eben wie auch ein paar andere mit der Südsee natürlich, mit anderen Südsee. Und relativ wenig, einfach nur zielrein. Ich tue jetzt die Umfrage beenden. Und zwar ist es so, schnell schauen. Genau, wegen der Kombination. Eben, man kann es wirklich sehr gut kombinieren. Es kommen auch viele Leute zu uns und sagen, okay, wir wollen zuerst auf Australien oder auf Neuseeland reisen und am Schluss einfach noch ein paar Tage ein bisschen runterfahren und in der Südsee ein bisschen ausspannen. Das ist sicher eine Möglichkeit. Da muss man einfach ein bisschen schauen, eben von der Reisezeit her. Wie zum Beispiel in Neuseeland ist es am besten so vom Oktober, November bis im März. Und wie man es jetzt vorhin gehört hat, ist das nicht ganz so ideal. Also auch dort her kommen sie zu uns und wir können sie dann bestens beraten, wenn das am besten ist. Aber eben, wie gesagt, Fidschi bietet so viel, man kann es auch wirklich zielrein machen, zum Beispiel 3 Wochen einfach rein Fidschi bereisen. Für wer eignet sich Fidschi? Ist natürlich eben eine typische so ein Honeymoon-Destination, aber es ist auch eine Destination für Pärchen jeden Alters. Eignet sich auch gut für Familien. Es hat viele Unterkünfte, die haben wirklich einen guten Kinderhort, wo Kinder wirklich sehr gut betreut werden. Aber es ist auch etwas für die jüngere Generation oder für Leute, die nicht so ein bisschen budgetbewusst sind. Es gibt Unterkünfte wirklich für jedes Budget. Es ist auch eine Destination für Sportler oder weniger Sportliche und auch für Serien, die gerne unter oder über Wasser sind. Wir stellen Ihnen jetzt ein paar Inseln vor und für das übergebe ich das Wort wieder der Stefanie. Genau, wir fangen an mit Viti Levu, wie wir vorher gehört haben. Es ist die Hauptinsel von Fidschi. Suva als Hauptstadt wie auch der internationale Flughafen von Nandi befindet sich auf Viti Levu. Es ist die grösste Insel, wie wir auch schon gehört haben. Und es ist von dem her auch sehr abwechslungsreich. Man kann sehr viel machen. Es gibt viele Aktivitäten zum tun. Wir empfehlen deshalb auch, ein paar Tage auf der Insel zu verbringen. Am besten zum Beispiel eine Mietwagenrundreise zu machen und die Insel selber zu erkunden. Also eine Mietwagenrundreise dauert etwa 6 bis 8 Tage und es sind rund etwa 500 Kilometer um die Insel herum. Wie gesagt, es ist sehr abwechslungsreich von den Landschaften her. Man hat natürlich so das typische Südsee-Feeling mit Palmen und türkisblauen Lagunen. Es hat schöne Strände, wie zum Beispiel hier der Natadola Beach, wo einer der schönsten Strände ist auf Viti Levu. Es hat schöne Küstenabschnitte wie Coral Coast. Dann, wie wir auch schon gehört haben, es ist sehr grün. Hier auf dem Bild sieht man zum Beispiel den Sigatoka River, wo man eine Bootstour ins Inselinnere machen kann. Es hat Sanddünen, ein gebirgiges Hinterland, wo man vielleicht auch die ein oder andere Wanderung könnte machen. Es hat Wasserfälle. Und eben, wie gesagt, verschiedene Aktivitäten, die man machen kann. Wieso nicht auch mal die Natur auf einer Kanutour erkunden? Oder zum Beispiel einmal ins Stadtleben von Suva eintauchen. Es ist nicht die grösste Stadt und es ist auch nicht eine besonders schöne Stadt. Und trotzdem finde ich, ist es auch mal interessant,
so in eine Südseestadt hineinzuschauen. Dann kommt man auch immer wieder mal an einem Markt vorbei, wo man die verschiedenen exotischen Früchte und Gemüse sieht und auch kann probieren. Und gerade wenn man mit einem Mietwagen unterwegs ist, dann nachher kann man auch an einem von diesen Strassenständen anhalten, einen Snack posten und dann vielleicht mit den Einheimischen noch einen Schwatz halten. Was man auch etwa die sieht, ist ein Hindu-Tempel. Das ist ein bisschen ungewohnt, oder man denkt das vielleicht nicht, dass es in Fidschi Hindu-Tempel hat. Wie es zu dem kommt oder gekommen ist, das hören wir später noch. Der grösste Teil der Bevölkerung sind aber Christen. Und wenn sie da mal die Möglichkeit haben und am richtigen Tag, am richtigen Ort sind, dann empfehlen wir Ihnen unbedingt einmal an so einem fidschianischen Gottesdienst teilzunehmen. Es ist etwas ganz anderes wie bei uns, ganz ein anderes Erlebnis. Es wird gesungen und getanzt und die Kirche wird so richtig belebt. Also ein richtiger Hühnerhaut-Moment. Dann, wenn man so reisen geht, so geht es mir auf jeden Fall, dann möchte ich auch gerne kulinarisch in das Land eintauchen. Fidschi bietet eine breite Palette an verschiedenen Gerichten an. Also wir finden auch internationale Gerichte wie Pizza, Pasta, Pommes, Burger. Wir finden aber auch hochstehende Gourmet-Küche. Und natürlich gibt es auch oft Fisch und Meeresfrüchte. Sie haben aber auch ihre eigenen Spezialitäten, wie zum Beispiel Lobo. Da wird ein Gericht mit Fleisch und Gemüse für mehrere Stunden im Erdofen gekocht. Weil es eben mehrere Stunden geht, ist das eher speziellen Anlässen vorbehalten. Es bietet aber immer wieder auch Hotels oder auch auf Touren wird es einmal angeboten, sodass auch Touristen das einmal probieren können. Dann eine weitere Spezialität ist Kokoda. Das ist eigentlich das fidschianische Ceviche. Also eigentlich roh marinierter Fisch im Limettensaft eingelegt, wo dann zu einem Salat verarbeitet wird, eine Art. Also wer schon mal im Französisch-Polynesien war, der kennt es als Poisson cru oder aus den Cook Islands als Ika Matta. Dann, was man auch immer wieder findet, ist indisches Essen. Curry, Samosa und Naanbrot. Wie gesagt, wie es zu dem indischen Einfluss gekommen ist, das hören wir später noch. Ein weniger kulinarisches Highlight, aber etwas, das definitiv zu Fidschi dazugehört und wo man unbedingt muss erlebt haben auf einer Fidschi-Reise, ist eine Kawa-Zeremonie. Das ist eine traditionelle Begrüßungszeremonie, die einen bestimmten Ablauf hat und wo man am Schluss ein Schälchen von dem Trank bekommt. Es sieht jetzt weniger appetitlich aus, aber im Grunde genommen ist es einfach Wasser, gemischt mit dem Pulver von der Kawa-Wurzeln, wo man auf dem Foto sieht. Kawa-Pflanze wird bei uns auf Deutsch Rauschpfeffer genannt. Auch da hat man immer wieder mal die Möglichkeit, so eine Kawa-Zeremonie mitzumachen. Dann übergebe ich das Wort wieder den Nicole. Wir gehen zu den kleineren Inseln. Insel? Genau. Ich habe gerade ein bisschen Hunger bekommen, wenn man die Bilder sieht. Wir bleiben aber jetzt hier zuerst noch im Fidschi-Webinar. Und zwar eben zu den Mamanuka-Inseln. Die Inselgruppe die liegt westlich von der Hauptinsel von Viti Levu. Es sind 20 kleine, exotische Inseln, wirklich mit so Südseestränden, die einladen zum Entspannen, zum Baden und zum Schnorcheln.
Man kann sich so ein bisschen vorstellen wie eine Malediveninsel, eben so ein flaches Atoll. Vielleicht auf den einen oder anderen hat es vielleicht noch so ein bisschen ein Högerli drauf. Und oftmals ist eine Insel dann gleichzeitig ein Resort. Der Vorteil von der Mamanoukas ist, dass sie relativ eben eigentlich zu Viti-Levu liegt. Und da ist die Transferzeit dauert vielleicht von 10 Minuten bis zu 2 Stunden, je nach Insel. Es gibt zweimal im Tag einen Transfer mit einem Katamaran, für die, die aber ein bisschen schneller sein wollen. Es gibt auch Wassertaxis, Heli oder Wasserflugzeuge. Eben dadurch, dass es auch relativ nah ist, zu Viti-Levu, ist es auch geeignet für einen kürzeren Aufenthalt, eben wenn jemand vielleicht einfach 3-4 Tage Zeit hat für Fidschi. Das ist ein Beispiel jetzt von eben einer Insel, ein Resort. Das ist jetzt zum Beispiel Matamanoa Island Resort, ein 4-Sterne-Resort für nur Erwachsene. Man erreicht jetzt hier Matamanoa mit einem Katamaran in rund 90 Minuten vom Festland. Ein sehr schöner Strand rund um die Insel und auch ein schönes Korallenriff, wo Sie wirklich gerade vom Strand aus schnorcheln können. Es ist erst kürzlich renoviert worden. Es hat moderne Zimmer und Bungalows in 3 verschiedenen Kategorien. Oder es hat auch hier sehr schönen Infinity Pool, wobei ich sage, meistens eben eigentlich das Wasser, das Meer ist so wie in einer Badwanne. Da brauche ich eigentlich nicht einmal einen Pool. Eine weitere Möglichkeit oder ein weiterer Vorschlag ist das Lico Lico Lagoon Resort, das man hier sieht. Das ist eines der wenigen, wo auch Overwater-Bungalows hat. Das ist eine 5-Sterne-Unterkunft, ebenfalls exklusiv für Erwachsene. Und da sieht man jetzt, das liegt ein bisschen auf einer grösseren Insel, auf Malolo Island. Lico Lico liegt so ein bisschen links im Bild. Und es hat jetzt auf dieser Insel auch noch 2 andere Resorts. Malolo Island, gerade so rechts um eine Ecke herum. Und es hat wirklich sehr schöne freistehende Bungalow, die man hier hat, in verschiedenen Kategorien. Und sind so, eigentlich so ein bisschen errichtet im Fidschi-Stil. Und sehr schöne so eine Lounge-Bar, wo man kann zu Abend oder auch durch den Tag einen Trink geniessen. Und was ich immer sehr schön finde, wenn man ein Restaurant hat, so ein bisschen draussen und mit einem wunderbaren Blick. Und was eben nicht fehlen darf, ist natürlich ein Sonnenuntergang, sei das eben von der Lounge, von der Bar oder auch natürlich vom Bungalow. Auf all diesen Mamanoukas-Inseln hat man diverse Aktivitäten, die man machen kann, sei das eben über oder unter dem Wasser. Es eignet sich sehr gut zum Tauchen, zum Schnorcheln. Es ist aber auch ein Surfspot da. Man kann surfen auf dieser Cloudbreak-Welle. Das ist der Surfspot auf Fidschi. Man kann aber auch gemütlich ums Resort herum paddeln oder auch Stand-up-Paddling ist sehr beliebt. Es gibt auch Ausflüge auf Inseln, auf unbewohnte Inseln, wie hier als Beispiel nach Manuriki Island. Manuriki Island ist bekannt worden aus dem Film Castaway, der vor ein paar Jahren auf dieser Insel gedreht wurde. Und zudem kommt gerade schon das heutige Quiz vom Abend. Und da eben wichtige Info, die Stefanie schon durchgegeben hat. Wir brauchen die richtige Antwort, müssen Sie in den Chat hineinschreiben mit Ihrem Namen. Und es gibt ein Fidschi-Feelgood-Paket zum Gönnen. Mehr verrate ich jetzt hier nicht. Und die Lösung, die geben wir am Schluss bekannt. Und wichtig ist eigentlich einfach der, der am schnellsten die Antwort ins Chat hineingeschrieben hat, der gönnt. Okay, gut. Sind Sie alle parat? Also die Frage lautet, wie heisst der Hauptdarsteller im Film Castaway? Gut. Ich glaube, es füllt sich da. Der Chat füllt sich. Jawohl. Ich glaube, wir können da jetzt bereits weitermachen. Wir haben da schon ein paar Antworten reinbekommen. Merci vielmals fürs Mitmachen. Wir gehen weiter zu den Yasawa-Inseln. Die liegen noch ein bisschen nördlich von den Mamanoukas. Die Yasawas
ist so ein bisschen eine rauere, schroffere Inselwelt, aber sehr schön, auch sehr schöne Buchten zum Baden. Es geht ein bisschen ruhiger zu und her auf den Yasawas. Zum Beispiel keine motorisierten Wassersportaktivitäten, wo im Gegensatz zu Mamanukas, wo es solche Möglichkeiten gibt. Es gibt auch hier eher so ein bisschen die kleineren Resorts. Und wie gesagt, es ist auch ein bisschen hügeliger, also mit Erhebungen über 500 Meter, wo man gut auch von einer Unterkunft eine kleinere Wanderung machen kann. Auch hier die Inselgruppe ist erreichbar mit einem Katamaran, mit dem Yasawa Flyer. Einmal am Tag, etwa um 9 Uhr, verlässt der Katamaran Port General, das ist der Hafen auf Viti Levu, und fahren die verschiedenen Inseln an. Und es geht dann schon rund 3 bis 5 Stunden, bis man beim letzten Resort ist. Aber also mir hat wirklich schon um die Fahrt sehr gut gefallen. Es gibt eben rund 30 Resorts verteilt auf 12 Inseln. Und unter anderem haben wir hier das Yasawa Island Resort. Das ist wirklich ein Juwel, das im ganzen Norden von Yasawa liegt. Erreichbar am besten mit dem Kleinflugzeug, weil das ist relativ abgeschieden. Mit dem Boot würde es einfach zu lang dauern. Und der Yasawa Flyer fährt jetzt zum Beispiel nicht beim Yasawa Island Resort selber vorbei. Aber eben schon nur die Anreise mit dem Kleinflugzeug ist wunderbar. Und da hat man einfach wirklich einen super schönen langgezogenen Strand mit wirklich glasklarem Wasser, eben wie eine Badwanne. Eben, man braucht da wirklich keinen Pool. Und es sind luxuriöse Bungalows, geht nicht weit vom Strand weg. Sehr grosszügige, elegante Zimmer, die man hier hat. Und auch natürlich hier super schön zum Schnorcheln, zum Tauchen. Es werden wirklich viele verschiedene Aktivitäten angeboten, auch ein Besuch in einem Dorf. Und etwas Spezielles, was auf Yasawa möglich ist oder eben Yasawa Island anbietet, ist ein Picknick, das zweite Höhe an einem einsamen Strand. Also man wird mit dem Boot auf das Insel abgeladen und kann hier einen halben Tag verbringen. Und natürlich das Kulinarische darf auch nicht fehlen. Und da wird eigentlich wirklich jeden Tag aus lokalen Zutaten köstliche Menüs gezaubert. Eine andere Möglichkeit von einer Unterkunft ist das Barefoot Manta Resort. Das ist eher eine einfachere Anlage mit 2 Stränden, eins für den Sonnenuntergang und eins für den Sonnenaufgang. Und da haben sie zum Beispiel eine Unterkunft mit so einem Safari-Zelt. Man hat also wirklich, das Bett ist wirklich quasi am Strand vorne. Aber es gibt natürlich auch traditionelle Bungalows noch mit festen Wänden. Ein besonderes Highlight ist die Manta, die sich zwischen Mai bis Oktober in dem Kanal zwischen Travaca und Naviti Island sich versammeln und wo man mit denen kann schnorcheln. Denn egal welche Unterkunft das man auswählt, man wird wirklich auf jedem Resort, wo man übernachtet, wird man, wenn man reinkommt, empfangen von der gesamten Crew, also vom Zimmermädchen, von der Rezeptionistin, vom Koch und wirklich eine herzliche Begrüßung. Man stellt sich vor, das passiert einmal in einem Schweizer Hotel. Ich würde auch ein bisschen komisch schauen. Eine andere schöne Variante, die Mamanukas und Yasawas zu bereisen, ist wirklich so eine entspannte Kreuzfahrt auf der Blue Lagoon Cruise. Das ist ein kleines Schiff, Peachy Princess, mit 34 Kabinen. Es ist nicht ein Luxusschiff. Das Erlebnis steht da so ein bisschen im Vordergrund. Es hat eine sehr herzliche Crew, alles Fidschianer. Und viele Ausflüge werden auf dieser Tour angeboten und auch Aktivitäten. Man hat die Möglichkeit von einer längeren Tour von 7 Nächten. Da hat man dann wirklich Mamanukas und Yasawas. Wenn jemand ein bisschen weniger Zeit hat, gibt es auch eine 3- oder eine 4-Nächte-Tour, wo der Fokus ein bisschen mehr ist auf die Yasawa-Inseln oder ein bisschen mehr auf Mamanukas.
Hier ein Beispiel von einer Kabine, eben eher ein bisschen einfache, aber eben das ist eigentlich da, was nicht so zählt. Das ist wirklich mehr so ein bisschen die Aktivitäten und die Ausflüge, die spannend sind. Sehr schönes Restaurant, wo alle Mahlzeiten auch eingeschlossen sind und eben Ausflüge und die meisten Aktivitäten auch. Das ist ein Beispiel vom Privatstand auf Nanuya. Es ist so, dass das Schiff, das fährt im Tag etwa rund 4 Stunden und der Rest des Tages ist es ein Anker und wir haben Zeit für Ausflüge. Eben auch durch die Nacht, es ankert in einer ruhigen Bucht, also es fährt nicht in der Nacht und wir hätten bereits am Morgen, vor dem Morgen, noch Zeit für einen Gump ins Wasser. Wie gesagt, Ausflüge sind auch eingeschlossen. Wir gehen zum Beispiel ein Dorf besuchen, eine Schule, oder wir erleben so eine traditionelle Kawa-Zeremonie, geht zu den Kalksteinhöhlen von den Savai-Höhlen, die so versteckt auf einer kleinen Insel liegen. Oder wir besuchen im Norden von der Mamanukas die 4 Vulkaninseln, die Sacred Islands, wo man auch wieder Zeit hat, für einfach ein bisschen am Strand zu sein oder baden und schnorcheln. Wir gehen weiter, wir machen einen Gump auf Vanualeu und da übergebe ich wieder das Wort der Steffi. Genau, also wir gehen nach Vanualeu. Sie haben jetzt schon ein paar Bilder gesehen von den Inseln. Es ist die Insel, die im Norden oben liegt. Es ist die zweitgrösste Insel von Fidschi nach Vitileu. Es ist trotz der Grösse eine relativ wenig bewohnte Insel. Das heisst, es ist auch ein rechtes Naturparadies. Und natürlich ist es auch unbekannter, es hat weniger Touristen. Es geht alles ein bisschen gemächlicher zu und her. Die Uhren ticken ein bisschen langsamer. Traditionen sind noch ein bisschen mehr verankert. Savu-Savu ist der Hauptort der Insel. Es ist auch dort, wo man ankommt mit dem Flugzeug, wo es übrigens Direktflüge gibt von Suva und von Nandi her. Und ja, Rugby spielen ist ein grosses Thema in Fidschi. Fidschianer sind immer noch sehr stolz darauf, dass sie 2016 bei den Olympischen Spielen Gold gewonnen haben im Rugby Sevens. Ja, und es träumt eigentlich jeder kleine Bub in Fidschi, irgendeinmal mal ein grosser Rugby-Spieler zu werden und in einem grossen Spiel oder in einer grossen Mannschaft in Australien und Neuseeland mitspielen zu können. Vanualeu ist auch sehr eine grüne Insel. Es hat natürlich Wasserfälle, wo man besuchen kann. Es hat heisse Quellen, wo man sich auch mal eine Schlammpackung kann verpassen kann. Es hat verschiedenste Aktivitäten, die man kann machen kann, um auch ein bisschen mehr in die Natur und in das Inselleben einzutauchen. Tauchen ist ein gutes Stichwort, weil Vanualeu ist auch sehr bekannt für die Unterwasserwelt. Man kann sehr gut schnorcheln und gut tauchen. Die Reef sind noch sehr unberührt. Was man weniger findet auf Vanualeu sind Strände. Und die wenigen Strände, die es hat, die sind einfach nicht so lang und so breit und so weiss, wie man sich das vielleicht von der Südsee vorstellt. Aber nichtsdestotrotz kann man sich auch auf Vanualeu sehr gut erholen. Und wie Sie gesehen haben, es gibt viel zum Sehen und zum Machen. Erholen kann man sich zum Beispiel sehr gut im Jean-Michel Cousteau Resort. Es ist bekannt für zum Schnorcheln und auch zum Tauchen. Aber selbst wenn man jetzt nicht so eine Wasserratte ist, kann man sich sehr gut auch in dieser schönen Anlage erholen. Das Resort ist sehr schön gebaut. Bungalows sind modern, aber gleich
mit einem fidschianischen Touch versehen. Dann machen wir einen Hops über nach Taveuni Island. Es ist die Nachbarinsel von Vanuatu. Zwischen diesen beiden Inseln befindet sich das Rainbow Reef, wo bei Tauchern weltweit sehr bekannt ist. Die Insel sonst ist sehr, sehr, sehr grün, also sehr üppig grün bewachsen. Man nennt sie also auch die Garteninsel. Man kann zum Beispiel auf einer geführten Inseltour ein bisschen in das Inselleben eintauchen. Dann kommt man auch zum Puma National Heritage Park, wo man zu 2 von 3 Wasserfällen kann, wandern und dort auch baden. Und dann hat man natürlich auch wirklich tolle Begegnungen mit den Einheimischen, wie wir da haben mit diesen 3 Jungs, die sich so herzig in Pause geschmissen haben, weil sie unbedingt wollten, dass wir ein Foto von ihnen machen. Auch auf der Taveuni findet man weniger Strände. Also es ist einfach nicht bekannt für Strände. Aber dafür hat es wunderschöne Sonnenuntergänge. Es hat mehrere Unterkünfte auf Taveuni. Eine davon ist Paradise Taveuni. Die haben sich spezialisiert auf das Schnorcheln und das Tauchen in dieser Region. Aber selbst wenn man nicht will, schnorcheln oder tauchen, kann man sich in dieser herzigen Anlage sehr gut erholen und ein bisschen ausspannen. Es hat einen Pool. Und Bungalows sind zwar einfach, aber sehr herzig eingerichtet. Dann die letzte Insel, die ich Ihnen möchte vorstellen möchte, ist Kadavu Island. Es ist die 4. grösste Insel, aber eine von den am wenigsten entwickeltsten Teil von Fidschi. Es hat keine Strassen oder nicht grosse Strassen auf der Insel. Und die meisten Dörfer sind nur per Boot erreichbar. Es ist also noch sehr, sehr unberührt und ein absoluter Geheimtipp. Eine von den wenigen Unterkünften auf der Insel ist das Matava Resort. Die versorgen sich weitgehend selber versorgen. Sie bauen also das Gemüse wie auch Früchte selber anbauen. Auch zum Resort kommt man nur per Boot an, also es hat keine Strassen. Es ist ein absolutes Paradies, weit weg von allem. Man kann sich super gut erholen, es hat keinen Lärm, nichts, einfach wirklich paradiesisch. Es ist ein einfacheres Resort, aber wirklich sehr herzig gemacht. Man kann verschiedene Ausflüge machen. Auch ist es bekannt, Kadavu, für zum Schnorcheln und zum Tauchen, weil es eben noch so unberührt ist. Und dann kann man natürlich auch mal einen Dorfbesuch machen oder auch da wieder Natur mit dem Kanu oder Kajak entdecken. Sie haben gesehen, man hat so viele Möglichkeiten, zum Fidschi zu erkunden. Es hat sehr viel, was man kann machen und sehen, viele Inseln. Sie haben also die Qual der Wahl. Wir haben einmal eine Reise zusammengestellt, wo man ein bisschen sieht, wie so eine Reise nach Fidschi ungefähr könnte aussehen. Es ist eine 3-wöchige Reise, wo man Fidschi auf verschiedene Arten erkunden. Also man hat ein Schiff drin, die Blue Lagoon Cruise, man hat Mietwagenrundreise auf der Hauptinsel drin und dann am Schluss natürlich noch ein bisschen Erholung. Durch das, dass man sehr einfach nach Fidschi kommt, kann man wirklich auch
sehr einfach oder kann man auch sehr gut innerhalb von 3 Wochen nur Fidschi bereisen. Also man muss es nicht unbedingt mit Neuseeland und Australien verbinden. So, jetzt übergebe ich dir das Wort, liebe Conny. Vielen lieben Dank. Ich brauche auch die Maus. Die solltest du haben. Okay, dann schauen wir mal, ob es bei mir funktioniert. Ja, also ich bin ja vorhin schon vorgestellt worden. Ich bin die Conny Schütz. Ich arbeite für das Fremdenverkehrsamt in Fidschi, bin aber hier in München und kümmere mich um die deutschsprachigen Märkte und freue mich, dass ich heute einen kleinen virtuellen Ausflug auch selber in meine zweite Heimat machen durfte. Ich habe sehr großes Heimweh nach der tollen Präsentation von der Nicole und der Stefanie. Und ich möchte Ihnen noch eine meiner Lieblingsbeschäftigungen in Fidschi vorstellen, nämlich alles, was man so unterhalb der Wasserlinie machen kann. Fidschi bietet also wirklich hervorragende Tauchplätze und auch Schnorchelplätze. Dadurch, dass Fidschi aus über 300 Inseln besteht, ist natürlich auch genügend Wasser und Riff außenrum. Und die Unterwasserwelt in Fidschi ist wirklich in großen Teilen wunderbar intakt und lebendig und farbenfroh. Ich zeige Ihnen da gleich auch ein paar schöne Beispiele. Fidschi ist in der glücklichen Lage, 3 große Saumriffe zu haben. Ich fange mal ganz unten im Süden an. Östlich von Kandavu ist das Great Astrolabe Reef. Das ist das 4. Barriereriff auf der Welt. Es kennt nur fast keiner. Und deswegen ist es natürlich ein hervorragender Geheimtipp für Taucher. Man kann da ganzjährig Mantarochen auch beim Tauchen sehen. Dann haben wir nördlich von Vanualevu das Great Sea Reef. Das ist auch ein ganz großes Saumriff. Ungefähr 80% aller Fischarten in Fidschi sind dort auch zu finden. Ein ganz großer Teil dieses Riffs ist noch unentdeckt, unkartografiert. Also das ist wirklich für jeden Taucher ein Highlight. Da an der Nordküste von Vanualevu aber auch relativ wenig Hotels sind, eigentlich momentan nur eines, kann man dieses Riff am besten entdecken, wenn man mit der Captain Cook Cruise eine Tour mitmacht. Die haben nämlich auch einen Dive Shop an Bord. Und dann haben wir noch das Esel Reef. Das ist das Riff, was die Yasawa-Inseln schützt. Und dadurch ist, wenn man mit dem Yasawa-Flyer durch die Yasawas fährt, von Insel zu Insel hüpft, meistens recht wenig Seegang. Und ich habe es eigentlich bisher noch nicht erlebt, dass irgendjemandem dort schlecht wurde. Und das liegt einfach an diesem großen Saumriff, was diese Inselkette schützt. So, Regionen von Fidschi gibt es natürlich einige hervorragende Dive-Spots. Also ich habe vorhin schon Kandavu erwähnt und da ist es also nicht nur das Great Astrolabe Reef, sondern eigentlich um die ganze Insel rum. Man kann aber auch sehr gut an der Coral Coast, an der Südküste von Vitilevu tauchen gehen. Die Region eignet sich hervorragend, wenn man zum Beispiel einen Tauchkurs machen möchte und vielleicht auch ein paar Ausflüge ins Hinterland machen möchte oder zu zweit unterwegs ist und der eine möchte tauchen und der andere interessiert sich da vielleicht nicht so dafür. Pacific Harbor ist unsere Adventure Capital in Fidschi und hier kann man hervorragende Shark Dives machen. Da komme ich nachher noch ein bisschen genauer drauf. Und an der Nordküste von Vitilevu ist die Blywater Passage, benannt nach Captain Bly von der Bounty. Der ist nämlich, nachdem er quasi geschasst wurde, in seinem Beiboot genau durch diese Meerespassage damals gefahren. Und in dieser Blywater Passage, da macht Fidschi seinem Namen als Soft Coral Capital of the World alle Ehre. Für passionierte Taucher ist sicherlich Vanualevu auf der To-Do-Liste. Hier liegt zum Beispiel eben das Jean-Michel Cousteau Resort. Und von da aus kann man tolle Tauchausflüge in den Namena Marine Park machen. Und ganz oben eben das Great Sea Reef.
Und dann haben wir hier noch einen neuen Geheimtipp auf Wanualebo. Das ist wirklich ein Tauchgebiet, was kaum bisher einer kennt. Das ist die Nativa Bay. Das ist diese große, lange Bucht hier. Und die stelle ich nachher ein bisschen genauer vor, weil das ist wirklich, da werden Sie in keinem Tauchmagazin was drüber finden. Da gibt es bisher nur einen Anbieter für Tauchgänge, aber es ist sehr, sehr lohnenswert, wenn man passionierter Taucher ist. Und natürlich in Tavuni, unser Rainbow Reef mit der White Wall. Für alle, die vielleicht sagen, ich würde gern ein paar Tauchgänge machen, aber muss jetzt nicht jeden Tag unter Wasser, finde ich die Yasawas eine sehr, sehr schöne Ecke, weil man hier so ein bisschen kombinieren kann zwischen Strandurlaub und vielleicht mal einen Tauchgang und eben auch gerade wieder so diese Situation, einer taucht, der andere taucht nicht, da werden dann eigentlich alle glücklich. Ein paar Fakten und Zahlen. Fidschi hat über 300 Arten Steinkorallen, also es sind die harten Korallen. Dann kommen da natürlich noch zahlreiche Softcorals dazu, Lederkorallen, die wunderschönen Gorgonien, die Fächer unter Wasser, Seeanemonen. Also da ist, glaube ich, gibt es fast nichts, was es in den Fachbüchern gibt, was es in Fidschi nicht gibt. Über 1500 Fischspezie und über 7000 Schneckenarten. Also wer auf kleinteilige Makro-Tauchgänge und Unterwasserfotografie steht, der wird in Fidschi ein wahres Paradies vorfinden. Und vor allem ist die Unterwasserwelt wirklich intakt und lebendig und bunt. Und genau das erwartet einen wirklich auch Unterwasser in Fidschi. Es ist ein reiner Farbenrausch mit intakten Korallen. Viele Resorts haben eigene Marinebiologen, die dort Vollzeit arbeiten, die zum Teil die Fischpopulation im Blick behalten, die aber auch Korallen wieder anpflanzen. Das kann man tatsächlich machen. Ich habe das auch selber schon machen dürfen und bekomme von dem Marinebiologen immer schöne Updates, wie es gerade in meinem Garten ausschaut. Das ist eine wunderbare Art und Weise, die Riffe um die Inseln wieder wirklich auf Vordermann zu bringen, sollten sie vielleicht mal durch einen Wirbelsturm auch Schaden erlitten haben und trägt also einen großen Teil zur Erhaltung des der Unterwasserwelt bei. Und zur Einstimmung gibt es einen kleinen Film. Für mich war das immer ein großer Traum, mit einem Manta-Rochen zu schnorcheln. Und das ist in Fidschi für mich tatsächlich in Erfüllung gegangen. Nach vielen, vielen Tauchgängen bin ich dann in Fidschi schnorcheln gewesen. Und wie gerade in dem Video gesehen, gibt es da also zahlreiche Manta-Rochen. Aber auch wenn man Tauchanfänger ist, ist man in Fidschi sehr, sehr gut aufgehoben, weil die meisten Tauchgänge dort sind sehr geschützte Riff-Tauchgänge. Es gibt schon an bestimmten Ecken auch ein bisschen strömungsstärkere Tauchgänge und bei Tavuni eben auch ein paar wirklich faszinierende, atemberaubende, was unter Wasser schlecht ist, wenn es einen den Atem raubt, Walldives, in Pacific Harbor eben die Sharkdives und es gibt wirklich viele Marine Reserves in Fidschi, die schon längere Zeit etabliert sind, wie zum Beispiel Namena, was von Jean-Michel Cousteau aus erreichbar ist, aber zum Beispiel auch um Matamanoa Island, das ist dieses nette kleine Inselresort, das die Nicole relativ am Anfang vorgestellt hat in den Mamanuthas. Die ganzen Riffe um Matamanoa sind auch schon seit vielen Jahren als Marine Reserve tituliert, das heißt, dort darf auch nicht gefischt werden. Wir haben in Fidschi auch eine gute Infrastruktur zum Tauchen und zum Tauchen lernen. Also da gibt es PADI und SSI, das sind die zwei gängigsten weltweiten Tauchausbildungsstandards. Wir haben auch endlich eine Decompression-Kammer in Suva. Die ist aber so neu, dass sie im März erst fertiggestellt wurde und dann wurden leider die Grenzen geschlossen, sodass das Personal noch nicht geschult wurde. Also die wird erst noch in Betrieb genommen.
Und in Fiji wird man vornehmlich Guided Dives machen, auch so, wenn man langjährig zertifizierter Taucher ist, kriegt man meistens einen fidschianischen Tauchguide mit an die Seite. Ich finde das gar nicht schlecht. Die wissen im Allgemeinen, wo sind die schönen Stellen, wo sind die vielen Nemos und sonstige Fische. Wer darauf besteht, dass er gerne allein tauchen möchte mit seinem Buddy, der muss dann so ein kurzes Gespräch mit dem Dive Master machen. Das geht aber auch. Und von den Unterkünften findet man fürs Tauchen in Fiji also eine genauso große Bandbreite wie natürlich für die normalen Erholungssuchenden. Von Budget wirklich bis Ultra Luxury. Hier nochmal ein Bild vom Barefoot Manta Resort. Das hat die Stefanie vorhin vorgestellt. Und Jean-Michel Cousteau Resort, aber rechts unten das schön eingerichtete Zimmer ist vom Kokomo Island Resort. Das ist so ein Geheimtipp vor Kandabu. Das ist wirklich im oberen Luxussegment angesiedelt. Und was man auf den einzelnen Tauchrevieren so erleben kann, in Kandabu, ich habe es vorhin schon erwähnt, vor allem das tolle Barriereriff und die Manta-Rochen in Pacific Harbor. Wer ein bisschen Adrenalin in die Adern haben möchte, der geht dort mit den Haien tauchen. Das ist ein sehr, sehr etablierter Shark Dive. Ja, die werden angefüttert, aber das folgt ganz strikten Regularien. Der Schweizer Rundfunk, das SRF 1, hat mal eine ganz, ganz tolle Dokumentation im Einstein-Magazin gefilmt und das ist auch immer noch in der Mediathek vom SRF zu finden, wo es eben nur um diesen Tauchgang hier mit den Haien in Pacific Harbor in Fiji geht. Sehr empfehlenswert. Dann die Blywater Passage im Norden von Viti Levu. Da kriegen Sie wirklich den Weichkorallen-Farbrausch. Das hier sind alles Bilder von Woli Woli Resort. Das ist ein sehr, sehr gutes Tauchresort dort oben. Und das ist wirklich, man kommt da aus dem Staunen eigentlich gar nicht mehr raus, wenn man da tauchen gehen darf. Und dann geht es nach Vanua Levu. Ist für mich eigentlich meine Lieblingsecke in Fiji. Ich sage es schon vorweg, einfach weil Savu Savu so ein kleiner, entspannter Südseeort ist. Man hat dort immer so ein bisschen das Gefühl, man ist ein Entdecker und ist der Erste, der da ist. Und wenn man dort auch noch tauchen gehen kann, das sind Bilder, die eine nette Amerikanerin gemacht hat, mit der ich tauchen war dort. Und ich kam mir damals vor, wie wenn ich in die erste Filmsequenz von Findet Nemo gefallen wäre. Es waren einfach alle da. Alles, was bunt und farbenfroh und schön ist, haben wir bei diesem Tauchgang gesehen. Also war wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Und dann eben unser neuer Geheimtipp, Natewa Bay. Ich war selber noch nicht dort tauchen. Mein Kollege in Fiji hat mir aber also in den höchsten Tönen vorgeschwärmt und er meinte, es seien Riffsysteme, wie man sie vor vielen Jahren am Great Barrier Reef gefunden hat. Das Besondere an dieser Bucht ist, dass sie bis zu 1000 Meter tief ist und auch eine große regelmäßige Zufuhr von kühleren Wassermassen hat, was natürlich für Korallen extrem wichtig ist, damit die Temperatur vom Wasser nicht zu hart warm wird. Und durch die umliegenden Berge von Vanua Levu ist diese Bucht auch geschützt vor Wirbelstürmen. Und es gibt im Prinzip an der Bucht auch keine Unterkünfte. Man wohnt in Savu Savu, also vielleicht im Jean-Michel Cousteau Resort oder im Savasi und fährt dann von dort aus mit dem Dive Operator. Und dann erlebt man also wirklich sein buntes Wunder, vor allem was die Christmas Tree Würmchen angeht. Das sind diese kleinen bunten Würmer, die aus den Korallen rauswachsen. Und wenn man dran hinschnippt, dann saugen sie sich quasi ein. Seesterne in allen Farbvariationen. Also es ist wirklich ein besonderes Erlebnis. Und vor allem ist da wirklich fast keiner im Wasser, außer den Gästen, die mit diesem Tauchoperator dort tauchen gehen. Tabiuni hat die Stefanie vorhin auch schon davon geschwärmt. Gerade das Paradise Tabiuni ist der ideale Ausgangspunkt, um die Great White Wall zu erkunden. Es gibt für diese wunderschöne Wand, die komplett übersät ist mit weißen Weichkorallen, bestimmte Tage im Jahr, wo es besonders gut ist, diesen Tauchgang zu machen, weil das auch ein bisschen von den Mondphasen abhängt. Ich kann das bei Interesse gern für 2021 in Erfahrung bringen.
Und dann gibt es direkt nebendran noch den Cabbage Patch. Das sieht also wirklich aus wie so ein Kohlfeld. Und wir haben in Fidschi auch eine Liverboard. Also ich muss es in der Einzahl sagen, weil momentan ist es wirklich eigentlich nur die Naya, auf der man wirklich eine Tauchsafari durch die vor allem durchs Koromeer und Watuira machen kann. Da kommt man wirklich an Tauchspots, wo man als Gast, der in einem Hotel wohnt, nicht hinkommt. Ist ein sehr, sehr gut ausgestattetes Motorseglerschiff, ist aber sehr lange im Voraus oft ausgebucht, weil es eben sehr, sehr populär ist bei Tauchern. Als Alternative kann ich, wie gesagt, die Captain Cook Cruise auch anbieten. Die fährt zum Beispiel auch in die Lau-Gruppe und das ist wirklich der entlegenste Bereich von Fidschi. Da kommt man nur mit dieser Kreuzfahrt hin und da kann man dann natürlich auch tauchen, weil die Captain Cook Cruise auch einen Paddy Dive Shop an Bord hat. Und wer eben sich nicht traut, mit einem Sauerstofftank auf dem Rücken die Unterwasserwelt zu erkunden, der wird in Fidschi beim Schnorcheln auf jeden Fall auch viel, viel Schönes, Buntes, Lebendiges, Sonderbares finden. Und vorhin haben wir es schon gehört, in den Yasawas gibt es einen Kanal, den Manta Channel, und da kommen in der Zeit zwischen Mai und Oktober die Manta-Rochen regelmäßig. Und da kommen auch welche, die werden quasi katalogisiert. Und es gibt also wirklich zwei Manta-Rochen, die seit 13 Jahren jedes Jahr in diesen Kanal kommen. Also es ist fast schon garantiert. Aber man findet gerade in den Yasawas oft auch, man kann einfach vom Resort, vom Strand wegschnorcheln und findet dann vielleicht auch mal eine Begegnung mit einer Schildkröte oder die netten gestreiften Fischchen, die heißen im Englischen Sergeant Major. Und in den Yasawas gibt es auch eine Bucht, wo man auf fast garantiert mit kleinen White-Tip Reef Sharks schnorcheln kann. Die sind ganz harmlos. Das sind Riffhaie, die wollen von uns nichts. Die haben meistens vor uns mehr Angst, wie wir vor ihnen. Die Dame mit der gelben Flosse da hinten, das bin ich. Und ich habe auch noch alle Gliedmaßen, beide Beine und alle Arme. Also das war eine völlig ungefährliche Begegnung. Und für mich, so sehr ich natürlich das Tauchen in Fidschi liebe und das Schnorcheln und die wunderbare Unterwasserwelt, der Hauptgrund für mich, eine Reise nach Fidschi zu machen, ist wirklich, sind die Menschen dort. Die ansteckende Fröhlichkeit, die authentische Gastfreundschaft. Man hat in Fidschi nie das Gefühl, dass es aufgesetzt ist, was man erlebt. Egal, ob es das Zimmermädchen ist oder der Gärtner oder die Frühstücksmamsell oder die Begrüßung auf dem Steg mit dem Gesang. Es kommt in Fidschi immer von Herzen. Und wenn die Fidschianer einen begrüßen mit Welcome Home, dann meinen die das auch, weil es ist ihr Zuhause. Und für die Zeit, wo sie dann in Fidschi Gast sind, werden die Fidschianer alles tun, damit sie sich auch wie zu Hause fühlen. Und deswegen kann ich Ihnen also nur raten, planen Sie Ihre Fidschi-Reise als Zielreihen, weil man kann 3 Wochen in Fidschi verbringen, es wird einem nicht langweilig. Und wenn Sie abreisen, werden Sie sagen, schade, dass wir schon weg müssen. Vielen Dank, Vinaka. Dann gebe ich jetzt an die Stefanie Mohn oder an die Nicole zurück, die jetzt, glaube ich, noch eine kleine Fragerunde vorbereitet haben. Genau, du kannst sonst einfach weiterklicken. Okay. Ja. Genau, nochmals. Ja, und dann die erste Frage. Also eben, wir haben eine kleine Interviewrunde mit ein paar Fragen vorbereitet. Wir werden nicht alle Fragen machen, weil wir jetzt schon auch relativ spät dran sind. Aber trotzdem möchte ich 3 Fragen gerne noch stellen. Und zwar, wir haben ja gesehen, es hat ja einen ziemlichen indischen Einfluss. Also zumindest bekommt man indisches Essen und eben man sieht Hindu-Tempel. Wie kommt es denn, dass Fidschi so multikulturell ist? Von wo kommt das? Also zum einen liegt es natürlich daran, dass Fidschi schon immer eine sehr zentrale Lage im Südpazifik hatte und schon immer ganz vielen verschiedenen Einflüssen ausgesetzt war. Also das fängt an wirklich auch bei polynesischen Einflüssen. Fidschi selber ist ja eher von der Kultur melanesisch geprägt, aber wir haben von
Tonga kommend oder eben auch durch Stämme und Familien, die in Vanualevo eine ganze Insel gekauft haben, wirklich auch polynesische Einflüsse. Aber dann, und dann natürlich auch durch die frühen Seefahrer, aber der wirkliche Multikulti-Einfluss kommt eigentlich daher, dass Fidschi 100 Jahre lang britische Kronkolonie war. Und zwar unumkämpft. Die Fidschianer wurden freiwillig Teil des Empires von Queen Victoria. Für die fidschianischen Chiefs war damals ein Chief jemand, der nicht nur sagt, wo es lang geht, sondern auch auf sein Volk aufpasst. Und für die war damals Queen Victoria der wichtigste Chief auf der ganzen Welt. Es drohten Invasionen von Tonga, man hatte Schulden bei den amerikanischen Seefahrern. Man wollte da eigentlich sich unter die schützenden Flügel eines großen Chiefs begeben. Und dadurch wurden dann, es waren quasi drei Bittschreiben, die bis nach England geschickt wurden. Und erst dann wurde Fidschi Teil des britischen Empires und Kolonie. Da es aber nicht umkämpft war, wollten die britischen Kolonialherren dann die Fidschianer nicht als Arbeitskräfte ausnutzen. Oder es hätte wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Und dadurch haben dann die Briten aus einer anderen Kolonie, nämlich aus Indien, Arbeitskräfte nach Fidschi gebracht. Und es sind auch schon immer Chinesen nach Fidschi gekommen, vor allem die ersten als Perlentaucher. Und die sind dann auch im Prinzip als Arbeitskräfte in die fidschianische Gesellschaft gekommen. Und gerade die indischen Arbeitskräfte haben sich sehr, sehr schnell als die wichtigsten Landwirte eigentlich in Fidschi etabliert. Und man sieht in Fidschi schon ganz stark geprägt inzwischen alles, was mit Landwirtschaft zu tun hat, mit Transport und jetzt inzwischen natürlich auch mit Bankwesen, Finanzwesen, ist ziemlich fest in Indian Fijian Hands. Zum Beispiel die größte Mühle, die größte Mehlmühle ist ganz klar einer großen indo-fidschianischen Familie und daher kommen diese Einflüsse. Und als Besucher merkt man es am Essen, weil man überall ein tolles Curry findet. Es spiegelt sich oft auch in den Spa-Treatments nieder. Und es ist eine sehr, sehr schöne Mischung, aber für den heutigen fidschianischen Staatschef ist es ganz, ganz wichtig, dass er auch die weißen Fidschianer, die zum Teil schon die Kavalangis, die in vierter Generation da wohnen. Und er sagt immer, we're all Fijians. Okay, sehr interessant. Vielen Dank. Fidschi hat übrigens dieses Jahr 50-jährige Unabhängigkeit gefeiert. Am 10. Oktober 1970 war Prinz Charles in Suva und hat Fidschi quasi als Republik seine Selbstständigkeit wieder zurückgegeben. Okay, wow. Jetzt nur kurz noch, wir sind ja jetzt mitten in der Adventszeit und Weihnachten steht vor der Tür. Kannst du uns kurz, schnell sagen, wie Weihnachten in Fidschi gefeiert wird? Es gibt, glaube ich, drei Aspekte, die ganz wichtig sind. Familie, Community und Essen und Singen. Also in Fidschi wird Weihnachten gefeiert, der Großteil der Fidschianer ist eben katholisch und für die ist das eigentlich die wichtigste Zeit im Jahr, um eben mit der Familie, mit der Dorfgemeinschaft, mit dem Clan zusammenzukommen, um auch die Village Elders mal wieder zu sehen und die Eltern. Und es ist ganz nett, wenn man dann in der Vorweihnachtszeit eben in Nandi oder Suva unterwegs ist. Man sieht wirklich überall die Jetties, die Busstationen, die sind voll mit Leuten, die halt einfach zurück in ihr Village fahren wollen. Und die im Village wohnen geblieben sind, die haben also im Vorfeld schon kräftig geerntet. Also Taro, das ist so eine ganz stärkehaltige Wurzel, die sieht man da in dieser großen Schüssel hinten bei den Frauen auf dem Fußboden auch. Und Fisch gefangen und haben Feuerholz gesammelt und mehrere Familien zusammen bauen dann immer eine Art offenen Feststand. Also das ist wie quasi so ein Festzelt, aber feststehend aus Bambus und wird natürlich auch geschmückt. Und das ist dann die zentrale Stelle, wo dann eben gegessen, gefeiert, gesungen wird. Und es ist eigentlich ähnlich wie bei uns, dass man am Heiligen Abend, also am 24.
wird das eher, sagen wir mal, besinnlich begangen. Es gibt der Chor vom Dorf, geht dann durchs Dorf und an jeder Ecke zünden sie Laternen und Kerzen oder Fackeln an. Und es wird eben quasi mehrmals im Dorf dann verschiedene Weihnachtslieder gesungen. Und dann wird meistens eigentlich nur ein Tee getrunken und ein bisschen was Süßes gegessen. Und das große Essen findet dann am 25. statt. Also da wird dann auch früh aufgestanden, weil dann wird ein Lovo gemacht. Also man sieht da rechts unten im Bild die Männer, die quasi dieses Essen im Erdofen mit den Blättern bedecken. Und links sieht man so ein bisschen, was da alles reinkommt. Also da wird wirklich alles von Fisch über Krabben, Hummer, Hühnchen und verschiedene Gemüse im Erdofen dann zubereitet und dann wird einfach stundenlang gegessen und in dieser in dieser Hütte ist dann ein langes eine lange Tafel und die Tafel ist aber auf dem Boden. Man sitzt quasi im Schneidersitz auf einer Bastmatte und dann wird quasi in Etappen gegessen. Okay. Und ja, also man isst viel und man singt viel und man verbringt Zeit mit der Familie. Okay. Also eigentlich im Grunde genommen nicht viel anders wie bei uns. Ja. Wir essen auch viel, wir verbringen auch Zeit mit unserer Familie und so weiter. Okay, schön. Ja. Jetzt. Ja, das stimmt. Ah, da sieht man noch die Tafel, ja. Eigentlich hast du ja noch ein paar Tipps mitgebracht. Ja, aber ich glaube, die haben wir eigentlich alle im Laufe des Webinars schon abgedeckt. Also mein genau. Abo, wenn ich irgendwann mal nach Fidschi auswandere, dann kaufe ich mir dort ein Haus in dieser wunderschönen Bucht, wo es einfach sehr gemächlich zugeht. Und da ich ja ein Kind der Berge bin, musste ich in Fidschi natürlich auch wandern gehen. Und ich kann es wirklich empfehlen. Es gibt eine tolle dreitägige Highland-Tour durch Vitilevo. Da sieht man dann mal eine ganz andere Ecke von Fidschi. Okay. Jetzt, wir haben ja noch eine kleine Fragen- und Antwortenrunde. Wir haben noch ein paar Fragen zum Tauchen bekommen, ja, die wir jetzt vielleicht schnell noch beantworten könnten. Ja, sehr gerne. Eine Frage ist, gibt es auch Tauchsafaris für 1-2 Wochen? Also du hast ja uns die Naya vorgestellt und hast ja gesagt, dass das wahrscheinlich, oder dass das im Moment die einzige. Das ist momentan die einzige, beziehungsweise die 11-tägige Lau Discovery Cruise von Captain Cook Cruises. Das ist die längste Cruise, die wir in Fidschi haben, aber es ist jetzt keine dezidierte Tauchkreuzfahrt. Ja, mhm. Ich bin sofort wieder da, gerade vor, ich muss da die Tür aufschließen. Okay, also eine Frage, die man kann beantworten kann. Also eine Frage war, welche Sprache dass man redet, beziehungsweise ob man mit reinem Englisch also durchkommt. Und definitiv. Also die Hauptsprache ist Englisch und sie haben einfach noch ihr Fidschianisch, ist das richtig? Also die Ansprache ist Englisch, also man kommt gut durch mit Englisch, das ist überhaupt kein Problem. Ja, also Fidschian wird gesprochen und natürlich wird auch Hindi gesprochen, aber die offizielle Amtssprache ist Englisch. Okay, super. Gut, ja, dann denke ich, gehen wir weiter. Vielen Dank, Conny, für deine Präsentation und deinen Einblick. Quizauflösung, die haben wir schon gemacht. Das ist schon erledigt und deshalb übergebe ich jetzt das Wort, glaube ich, der Nicole. Genau. Und zwar hoffe ich natürlich, Sie haben nach wie vor eben Lust zum Reisen, auch trotz Corona. Und ich hoffe, dass es auch gleich wieder einmal möglich ist für alle unsere Destinationen. Planen Sie eine Reise, dann kommen Sie zu uns vorbei. Sie profitieren wirklich von unserer Erfahrung und von unserem Wissen. Wir sind schon lange auf dem Markt und wir haben wirklich langjährige Kontakte auch mit unseren Agenten.
Und etwas Wichtiges vor allem, wir unterstützen sie vor und vor allem während der Reise. Das haben im März auch wirklich unsere Kunden können profitieren von uns. Und sie buchen nach Schweizer Recht, also ihr einzahlte Feriengeld ist abgesichert und wir sind natürlich auch im Garantiefonds dabei. Wie gesagt, wir reisen alle sehr gerne von unseren Experten und wir können durch das dann auch wirklich unsere Erfahrung und unser Wissen in die verschiedenen Reisen, die sie planen, einbringen. Ein Hinweis noch auf die nächsten Webinare, und zwar im 2021 geht es weiter, am 6. Januar mit Seychellen, Ecuador, nachher Vanuatu. All die verschiedenen Webinare, die wir anbieten, finden Sie auch auf unserer Webseite. Und noch ein Hinweis auf unsere Webseiten, und zwar sehen Sie unsere Dreamtime-Destinationen, die im Moment offen sind, wo Sie bereits können bereisen und dazu auch aktuelle Angebote. Dann zuerst möchte ich mich noch mal entschuldigen für das technische Malheur, das wir hatten, aber ja, das gehört halt auch das dazu. Und dann, wenn Sie jetzt das Webinar verlassen, dann kommt noch eine Umfrage. Wenn Sie einfach auf Weiter klicken, dann sind wir froh, wenn Sie dort noch kurz auch die Umfrage beantworten. Und bedanke ich mich vom ganzen Dreamteam. Ich wünsche Ihnen eine ganz schöne Adventszeit. Vinaka Vaka Levu. Und denken Sie daran, bleiben Sie gesund und vor allem fröhlich. Merci, ade miteinander.